Ja, hallo, liebe Leute, ein neues Tutorial in FreeCAD. Und zwar, die Frage wurde gestellt, da wollte jemand eine Platte in viele Teile zerschneiden. Wahrscheinlich, dass sie dann 3D druckbar ist. Ich habe hier so eine Platte erstellt. Man kann das hier nicht so richtig tolle lesen. So kann man es gar nicht lesen, aber wenn man das ein bisschen schräg stellt, dann sieht man das. Caution, 3D Printer is Printing. Das ist nicht das, was der machen wollte. Das habe ich einfach so erzeugt, um zu zeigen, was man so machen kann. Das ist 800 mm breit und 550 mm hoch. Also zu groß für die meisten 3D-Drucker. Und jetzt möchte ich das zerteilen in so kleine Quadrate. Und wie macht man das in FreeCAD? Also das Ganze ist eine STL-Datei gewesen, die ich importiert habe. Und da machen wir jetzt erst einmal ein Volumenkörper raus. Aber bevor ich da loslege, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da und einen Klick auf die Glocke. Dann kriegt ihr halt eine Notiz, wenn ich neue Videos mache. Und damit willkommen bei Tutorials und diesem FreeCAD-Tutorial. So, ich mache jetzt erstmal hier aus dieser STL-Datei einen Volumenkörper. Das machen wir, indem wir in den Part-Modus wechseln. Importiert habe ich das Ganze im Mesh-Design-Modus und kann es hier reinziehen. Oder aber ich gehe einfach über die Importieren-Funktion. Das heißt, Datei importieren und da habe ich die STL-Datei und dann habe ich die so drin. Ich muss also in den Mesh-Modus überhaupt nicht zwingend rein. Im Part-Modus, da erzeuge ich jetzt aus diesem Mesh hier erstmal einen Körper. Das machen wir folgendermaßen über Formteil. Und dann haben wir hier Form aus Dreiecksnetz erstellen. Das wird einmal aufgerufen. Die 0,1, die kann man normalerweise so nehmen. Einfach OK drücken und ein wenig warten. Das geht relativ fix. Und dann okay, da seht ihr das Ergebnis. Das können wir jetzt erstmal ausblenden. Das ist jetzt die sogenannte Form, die er daraus gemacht hat. Und dann, warum er hier auf Render gewechselt hat, weiß ich nicht. Gehen wir wieder auf den Part-Modus. Hier machen wir jetzt weiter. Und zwar wieder im Formteil. Und da haben wir hier dann erzeugen wir einen Festkörper aus dieser Form. Das geht recht fix. Den können wir ausblenden. Aus diesem Festkörper, den lassen wir jetzt einfach nochmal neu erstellen. Und zwar über die Funktion Create a Copy Form aufbereiten. So, ihr seht jetzt genau, warum ich das mache. Erstmal braucht das wieder ein bisschen länger. Und ich habe ja hier diese ganzen Striche da drin und die sind jetzt weg. Das wird automatisch halt deselektiert und sichtbar gemacht. Und da habe ich jetzt das Schild und mit dem kann ich wirklich 3D-Operationen durchführen. Wir bleiben während diesem ganzen Tutorial hier im Part-Modus. Das heißt, ich Part-Design-Modus muss ich hier überhaupt nicht nutzen. Also ich weiß ja, wie groß das Schild ist. 800 mal 500 und das soll jetzt geschnitten werden. So, jetzt ist das schon mal so, dass ich das gut erkennen kann, weil das alles auch als Linien gezeigt wird. Anders als vorher hier da, da war das nicht sichtbar. Hier sieht man das wunderbar. Und jetzt möchte ich das in viele kleine Ecken teilen. Was ich dazu benötige, das sind sogenannte Ebenen. Ich gehe jetzt her bei Formteil und erzeuge einen Grundkörper. Und der Grundkörper, das ist eine Ebene. Der geben wir eine gewisse Größe. Ich sage jetzt einfach mal 1200 mm mal 1200 mm. Und die Ebene, wo die liegt, das ist mir erstmal egal. Ich erstelle die einfach. So, die liegt erstmal völlig falsch. Also können wir die erstmal verschieben. Das machen wir, indem wir rechte Maustaste transformieren. Dann schieben wir die so hin. Und dann gehen wir hier hin und drehen die einfach so. Ist die jetzt richtig gedreht? Ja, die ist senkrecht. Dann können wir die noch ein bisschen nach unten schieben. Und
schauen uns das Ganze mal von oben an und können wir die Funktion hier beenden. Davon mache ich jetzt eine Kopie. Steuerung C, Steuerung V. Die drehe ich auch. Und zwar transformieren. Die drehe ich jetzt in dieser Richtung und drücke OK. So, hier habe ich jetzt die Position dieser entsprechenden Ebenen. Und zwar diese Ebene hier, die ist auf X in auf Y in 0 und diese Ebene hier, die ist bei X bei minus 621. Das ist falsch, die möchte ich auch auf 0 haben. So, dann wird die aber nach oben geschoben. Das können wir der Einfachheit halber wieder über das Transformieren machen. Das ist ein bisschen, ist das alles drin? Ja, das sieht gut aus. Und die muss nicht genau mittig sitzen. Jetzt haben wir diese beiden Ebenen. Jetzt mache ich erstmal hiervon ein paar Kopien. Erstmal 1, 2, da haben wir sie. Und die verschiebe ich jetzt, und zwar nicht über das Transformieren, sondern hier über die Positionen. Und zwar, die werden ja jetzt in der Y-Richtung, in der Y-Achse verschoben. Und zwar um jeweils 200, machen wir mal 100 mm. Machen wir mal 100, es sollen ja viele werden, 100 mm. Da machen wir nochmal Steuerung V. Das wären dann die in der Y die 200 mm. Und das soll schon reichen. Dann machen wir nochmal Steuerung V. Diese, die wird verschoben in minus 100 mm. Nochmal Steuerung V verschoben. Und das werden minus 300 mm. Ne, minus 200. So, das soll soweit schon mal reichen. Dann haben wir hier diese, die wird auch kopiert, Steuerung C, Steuerung V. Da haben wir sie, die wird jetzt in X verschoben, minus 100, Steuerung V. Nächste Ebene, minus 200. Und nochmal Steuerung V. Und da haben wir hier in X minus 300 mm. Und dann geht die andere Richtung, Steuerung V, die bitte in 100 mm, Steuerung V, die wählen und die wird 200 mm, nochmal Steuerung V und diese und die wird auch verschoben in 300 mm. Das heißt, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 solche Ebenen und das Objekt, was ich schneiden möchte. Und die Funktion, die da jetzt genutzt wird, ist sehr einfach und es ist auch wirklich nicht schwer, das zu machen. Das heißt, ich mache das hier, dass ich die alle sehe. Das ist das Schild. Das sind die Ebenen. Ich selektiere das Schild, selektiere danach die ganzen Ebenen, gehe hier hin. Das steht meistens auf, ich glaube, das hier, auf diesem, aber wir gehen auf das Auseinanderschneiden und einfach auswählen. Und man sieht hier unten, er rechnet. Und schon ist er fertig. Das ist alles unsichtbar geworden. Jetzt habe ich hier ein Exploded Slice und habe hier ganz viele einzelne Slices. Und aus denen kann ich jetzt mit dieser Funktion, wenn ihr die nicht da habt, geht es über die Funktion Formteil Create a Copy und Form aufbereiten. Soweit ich weiß, kann man die Funktion auch wählen, indem man alle hier selektiert. Das heißt, das sind 48 Stück. Schon eine Menge und dann geht er einfach auf die Funktion und fertig ist die Laube. Dann habt ihr hier ganz viele 3D-Objekte und die könnt ihr jetzt einfach exportieren. Das heißt, Steuerung E als Slice. Man kann dem Ganzen jetzt noch
muss mal gucken, was er macht, wenn ich mehrere mache. Ich glaube, dann macht er die, kopiert er die, exportiert er die zusammen in einem Objekt. Das ist nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Also schon einzeln exportieren. Ich nehme jetzt hier eins raus. Das zum Beispiel hier. Das ist recht auffällig. Da ist schön viel Text drin. Und dann Steuerung exportieren. Okay, das nenne ich jetzt ruhig mal so, wie er es hier möchte. Dann machen wir Cura auf. Und da einmal slicen lassen. Okay, für meinen Drucker hätte ich die ganzen Sachen ruhig größer machen können, die Slices. Aber ich wollte halt zeigen, wie man das in so viele Stücke zerteilt und das innerhalb von kürzester Zeit. So, dann machen wir Steuerung O. Wir fügen eine Datei hinzu. Jetzt muss ich überlegen, wo ich die hingepackt hatte. Das war, ja, das gemerkt, 3D Print STL. Das hat er jetzt aber nicht genommen. Da müssen wir nochmal zurück. 3D Print STL, da ist er. Und dann ist hier unbenannt Slice STL und Open. Und das ist jetzt dieses Teil. Das ist so hoch, weil das sind echt 50 mm. Was das dick ist, und das kann ich jetzt slicen. Und drucken in 5 Stunden. Also man sollte dieses Teil ruhig ein wenig dünner generieren. Sonst druckt man sich ja zu Tode mit dem Teil. Gut, das war schon dieses Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst gern ein Abonnement da, wenn euch solche Videos interessieren. Ein Klick auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos von mir informiert. Und dann viel Spaß beim FreeCADen und beim 3D-Drucken. Tschüss!